So, womit machen wir denn weiter? Machen wir Erstmal schlafen Bienchen? gehen. Schlafen gehen. Okay, schlafen gehen. Ist kein böser Bubi unterwegs erwacht? Nein. Ja. Passt. Ja, Ich sehe Moment, schon. ich habe hier noch Du hast hier noch ein ungebetene Haus. Gäste in der Umgebung. Ja, das ist so ein Spinnchen. Oh, noch was. Du hast ja zwei Sachen. Jetzt sollte es aber alles. Das ist ja wie Kino von hier, von meinem Bett aus. Ich glaube, ich muss hier drin noch ein bisschen umbauen. Sieht alles noch so aus. Naja, irgendwie kommt man denn hier dazu. So. Du wolltest Bienchen. Du hast noch einen Pfeil im Hintern stecken. Oder in der Wo Hand. guckst du mir hin? Ach komm. Ach, du hast ihn in der Hand deswegen. Mö. Ah, oder ist es eine Fackel? Das ist eine Ach, das war die Facke. F das war die Fackel. Gut. Ja, Bienchen, du wolltest was zeigen. Ach so, ja. Nachdem meine Zucht ja schon ein bisschen fortgeschritten ist, Was bei mir irgendwie nicht so werden will. konnte ich mir hier diese schönes Alvearia bauen. Was? Ich meine, du kannst ja mal das Rezept davon zeigen. Das Da, Alvary. ich hab Ah, den Block hingeschmissen. das kriege ich ja ohne Block hin. Dafür Ach haben wir so, ja NEI. okay. Alvary. Alvary. Lightning, Rain Shield. Wo haben wir es denn? Der zeigt's da. Alvary. So rum. So. Das Rezept. Ja, so nicht. Das Rezept. So. Da brauchen wir dieses Centic Paneling und diese Impregnated Casings. Genau, und die Impregnated Casing, die Gehen in braucht man ja auch schon Carpenter. für das, genau, die braucht man auch schon für Ja. die kleineren Bienenhäuschen So. da. Und die Centic. Oh, die sind komplizierter. Da braucht man Royal Jelly. Da braucht man ja schon die guten Bienen dafür. Genau, da brauchst du die Imperialen und die Industrial Bees für. Beeswax, Pollen. Pollen war auch bloß von einer Art Sorte oder von ein, zwei Sorten von Bienen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist von den Industrial. Genau. Ja, und dann kommen da diese Scenic Panels oder was? Und dafür braucht man jede Menge Honig. Und Und davon braucht man auch jede Menge. genau, Für man einen braucht einzigen Alvary braucht man ja. 8 davon und einen davon. Ja, sehr schön. Du hast also das ist hier komplett 3x3x3 voll mit diesen Blöcken. Okay. Und dann kann man noch diese. Diese Grünkreuzteile da dran Das machen. sind Mutator. Mutatoren. Ich habe dir da mal einen hingeschmissen. Die sind von Ah, da. Extra Bees. Extra Und Bees? Okay. genau, und da kann man ganz hier noch reinbauen. Da kommen die ganzen Diamanten hin. Nein, wir brauchen sie für alles. Nee, nee. Oh, holla. Holla, das sind wieder Rezepte, die liebe ich. Aber da kommen wir dann später auch nochmal zum tollen Rezept. Da bin ich Ja, aber aber aus allen Wolken gefallen. das sind aber von den Dingern brauchst du brauchst nur einmal. Okay. Warte, ich Das habe noch einen Ding, Block. ja, das kannst du jetzt alles in einen von den Löchern reinsetzen. Bitteschön. Und sobald man das halt fertig gebaut hat, muss man oben noch da diese Slabs. halben genau draufpacken. Und dann nach einer gewissen Zeit ploppt da Oh. dieses ja dieser Okay. Multiblock auf. Aber vom Innenaufbau her, also von der GUI, ist es ja das gleiche wie ein normales Bienenhäuschen, Genau, ne? nur da fehlen die Frame-Plätze, also da wo du Stimmt. Da hast du recht. die Frames reinpacken kannst, weil der braucht den nicht. Der hat nämlich schon so die hohe Produktivität. Aber durch diese zusätzlichen Blocks, in dem Fall sind das jetzt diese mit dem grünen Kreuz, Ah, kannst okay. du da noch zusätzliche Sachen reinbauen. Und ich habe Okay. hier halt jetzt diese Mutatoren reingebaut. Da kannst du nämlich Uran reinschmeißen. In die Mutatoren kann Genau. man Uran reinschmeißen. Und dann, Okay. wenn du da zwei Bienchen reintust, erhöht sich die Chance, dass die mutieren ums Zehnfache. Ah. Also bei den Standardbienchen
hast du irgendwie 10%, dass die mutieren. Und wenn du da halt jetzt ein so ein Ding füllst mit Uranium, dann zack, 100% garantierte Mutation. Das ist schön. Genau. Das heißt, Bienenzucht einfach gemacht. Ja. Aber kostenintensiv. Genau, kostenintensiv. Einfach ist es jetzt auch nicht, aber einfach, ja. Ja, oh. Da kann man halt sich jetzt so seine Züchtungen, also mutieren die garantiert. Und wenn man das gemacht hat, kann man die mutierten Bienchen. Dann gehen wir mal in den Keller. In deinem Keller? Die waren wir noch gar nicht. Haben wir hier noch. Kann man hier umgucken, was hier alles schon. Aha, drei Bienenkästchen. Da hat er noch ein bisschen AE mit Storage. Da oben hat er noch ein paar Barrels. Süß. Ja, hier, das ist an unser großes Netzwerk drüben angeschlossen. Aha. Und, ja. Ach, du hast einen Mülleimer? Ah, sehr schön. Ja, da kommen die ganzen Bienen rein, die ich nicht mehr brauche. Die kommen bei mir in den Recycler. Und in der Kiste ganz links siehst du alle die Grundbienenarten, halt wie sie, wie sie erschaffen werden, sag ich mal. Also wo noch nichts mutiert ist. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe sie trotzdem da. Und die anderen also zwei Kisten. Eins. Ja, da sind auch schon mehrere drin, wie du siehst. Refined ist drin. Und solche schönen Sachen. Und in den anderen zwei. Den Teil. Windtrees. Ja, das ist alles drin. Okay. Tja, aber wir können mal runtergehen, da sind nämlich noch ein paar mehr Maschinchen. Okay. Ins tiefe Loch. Ah, okay. Ja, hier ist ein bisschen hier Energieerzeugung mit einem Steamboiler. Computercraft, Steamboiler, was ist denn in der Kiste? Holz. Ja, Holz. Du der Computer also ist nur Holz. Dazu da, um diesen Filler hier zu pulsen, damit das Ding mit Holz versorgt wird. Und hier hättest du ja auch mit dem Pulsar, glaube ich, machen können, oder? Da gab es ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, ja, das kannst du, aber egal. Das war am einfachsten. Ist schön einstellbar. Genau. Und dann hier diese türkisen Maschinchen. Das sind die besten Extra-Bees-Maschinchen, die es gibt. Okay. Fangen wir mal mit dem ganz links an. Das ist der Isolator. Und da schmeißt man... Ich sehe das Interface. Ich hol dir mal gerade ein Bienchen. Oh, da, aber warte mal, unten sind doch, glaube ich, sogar welche in der Kiste nebenan, oder? Guck mal schnell da rein. In der Kiste nebenan? Da ist eine welche Kiste. Ah, hier. Ja, das sind Bienchen. Nimm mal eine Drohne Imperius. Raus. Drohne. Eine. Ja. Ja, kannst auch mehrere. Und dann steckst du die in den Isolator rein. Einfach links in den Slot? Ja, in das links in den Slot. Okay. Und jetzt nimmt der diese Drohne und saugt da eine von diesen Eigenschaften raus und füllt die in dieses Serum. Genau. Füllt ihr da rein ab. Ich pack da mal welche zu. Und es gibt halt eine Faster gewisse Chance. Okay. Genau, da hast du halt diese Eigenschaft von der Biene. Hast du jetzt eine spezielle dir rausgesucht. Das macht er halt so lange, bis diese Biene stirbt. Der hat nach jedem Durchlauf eine gewisse Chance, dass die stirbt. Das kannst du dir, bis jetzt ist sie gestorben. Jetzt müssen wir eine neue holen. Also nicht mit Prinzessin oder sowas machen. Das ist, will man nicht. Jetzt kannst du dir eins von diesen Serien nehmen. Nehmen wir mal Faster Flowering Serum. Und packst das in die dritte Maschine. In die dritte? In den Synthesizer. Genau, weil die hat im Moment noch keine Ladung. Liquid DNA. Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Und jetzt füllt ihr die halt auf. Da passen 16 Ladungen rein. Da siehst du diese bunte DNA-Strang, wenn der ganz oben angekommen ist. Ja, dauert noch einen Moment. Ja, genau. Füllt er halt eine Ladung nach. Man muss halt warten, bis die voll ist. Dann kannst du warten. Ja. Und dabei benutzt er halt diese Liquid-DNA, um die aufzufüllen. Okay. Und
Wie du siehst, hat die nur mittlere Qualität oder durchschnittliche Qualität. Die kannst du jetzt mal rausnehmen und packst sie in die nächste Maschine. In die nächste. In den Das ist der Purifier. Purifier. Da wird die gereinigt sozusagen. Da steigerst du dann deine Qualität. Das ist ja so richtig Biochemie und DNA-Analyse. Genau, weil mit So. diesen Dingern kannst du nachher deine Bienchen wieder, ja, kannst du den einpflanzen, diese Eigenschaft. Und das willst du aber nur mit der besten, exzellenten Qualität machen. Ansonsten Okay. riskierst du unter Umständen, dass deine Biene auf einmal stirbt oder sonstigen Unsinn macht, den du nicht willst. Ja. Ah, wir haben Und wie das du ja gut siehst, Quality. genau, steigt die Qualität. Und ja, jetzt musst du warten, bis die voll ist. Wir können hier, Ja. da siehst du eine exzellente. Exzellente Qualität. 16 Charges. Genau, das ist, wie sie am Ende nachher aussieht. Okay, Kannst ich jetzt nehme mal es mal raus. rausnehmen und die packst jetzt in So. die zweite Maschine. In die zweite Maschine, den Inokulator. Lass mich raten, oben kommen die Originalbienchen rein und unten kommen dann die tollen Bienchen raus, oder wie? Genau, jetzt kannst du dir eine Drohne wieder nehmen, hier aus dem Ding. Oder Nehmen wir eine uns nochmal Prinzessin, die Imperial wie du Drone. willst. Und dann stecken wir die oben rein. Ha! Genau, und jetzt Ich hab's spritzt er dir geschnallt. das Zeugs. Und sobald die Cool. halt den aktive und inaktive Dingens da geimpft hat, mit diesem Serum, was da ist, plompst die unten durch. Und dann hast du deiner Biene die gewünschte Fähigkeit verpasst. Ist auch schön hier grafisch gelöst mit dieser Spritze und in Richtung der Biene, die langsam reininjiziert. Ja. So, wie sehe, dauert das einen kleinen Moment. So, eine Frage bleibt immer noch offen. Woher kommt das Liquid DNA? Genau, das ist der hier in der Ecke. Boop, boop, da, hier. Hier, Der, das Ding. okay. Der Genpool. Okay. Okay, du schmeißt da Bienen Da rein. schmeißt du einfach jede Menge Bienen rein und die werden dann in ihre Einzelteile zerlegt. Und dann kommt Liquid DNA raus, okay. Genau, und Das ja, ich pipest hab du da, also mit die Liquidduct sterben. raus. Wie bitte? Das pipest du mit Liquidduct raus. Genau, in die Tanks, damit das hier für die zwei Maschinen, die es brauchen, zur Verfügung steht. Und du Okay. kannst da jede Biene reinschmeißen, wie du willst. Wenn du die noch analysiert hast, dann geben die ein bisschen mehr DNA und Prinzessin geben noch mal ein bisschen mehr DNA. Okay. Aber ich habe so viele Drohnen, wie du siehst, Ja. und ist nicht unbedingt notwendig, dass man die analysiert. Jetzt kann man denken, ja, ist ja schön, einfach. Wenn du dir aber die Strom anguckst, den die ziehen, also das ist unten links in der Ecke, siehst du mal diesen grünen Balken. Wenn du das siehst, der verbraucht 25 Ja, Megajoule, das ist jede Menge. 50, der sogar 100. Also, das kannst du nicht lange durchziehen. Dann ist dieser Speicher hier leer. Also, ich habe hier Ja. insgesamt drei von den Energy Cells, aber die sind dann doch Und ich ganz schätze schön mal, schnell leer. wenn ich mir das Rezept des Isolators alleine angucke, wird mir Angst und Bang, was Material anbelangt, oder? Ja, das brauchst du halt einmal da und dann. Emerald, Blaze Rods, Redstone. Ja, Redstone ist nur. Blaze Rods ist ja schon mal ein reines Beschaffungsthema. Emeralds, na, geht vielleicht noch. Advanced Genetic Machine, jetzt wird's, glaube ich, lustig. Wieder Diamanten, Enhanced Circuit Board, eine Genetic Machine. Genetic Machine geht ja auch noch. Und dann kommt die Apiarist Machine. Na, die geht ja wiederum. Also, das ist ja alles Ja, eine das Linie, ist ne? nach Aber. unten. Aber du brauchst halt für die letzte, ich glaube, du brauchst nur ein paar Gastiers, drei Stück oder so. Also, man braucht schon einige. Also das ist schon Mörderaufwand, aber Ja. scheint sich zu lohnen. Ja, danach kannst du züchten, wie du willst. Also ich habe jetzt auch hier meine, also diese Prinzessinnen, die hier drin sind, die haben alle schnelle Arbeiter, haben ein kurzes Leben. Ich will ja schon, dass die schnell sterben, damit ich schnell meine Mutationen kriege.
Temperatur und Humidität sind beide normal. Nach oben und nach unten in zwei. Ja. Das heißt, ich kann da auch, egal welche, egal wo, genau, kann ich zwischen, wo ich will. Die können nachts fliegen, Regen macht denen auch nichts aus. Wenn den Dach über dem Kopf haben, also können auch in Cave fliegen und sowas. Die züchte ich mir halt immer. Das ist draußen mit der Turtle da auf dem Ding. Und den spritze ich dann einfach nur noch hier mal in der Ecke hier hinten bei mir. In der Kiste sind all meine. Ah. Die Sammlung. Die verschiedenen Serien drin, die ich bisher habe. Okay. Die spritze ich denen dann einfach. Das sind die anderen. Die brauche ich nicht so häufig. Okay. Also hiermit kannst du deine Wunschbiene zusammenstellen, wie du willst. Aber man muss immer dazu sagen, mit einem Höllenaufwand. Also dieser Aufwand hier plus, ja, du musstest schon anscheinend eine Steam-Maschine hinbauen dafür. Ja, das läuft auch nicht durchgehend. Und eine Sache, die kann man noch zeigen, wenn man hier ein Serum doppelt. Hier, Lilypad habe ich, glaube ich, doppelt. Ja. Hier, diese. Ah, da musst du auch eine Lehre noch haben. Das Rezept für diese Fiolen oder wie die auch immer heißen, ist nicht ganz billig. Ah, ja, das habe ich drüben, glaube ich, noch in der Workbench gesehen. Ja, ich glaube, ich habe es inzwischen rausgenommen gehabt. Gold Ingot, Royal Jelly ist auch nicht so ganz ohne. Genau, und ja, da du nicht immer bestimmen kannst, was du da rausbekommst aus der Biene, kriegst du da ziemlich viel Müll. Ja. Du hast jetzt eine benutzt schon drin. Gut. Ich wollte irgendwo im Inventar. Na, die kannst du nochmal in den Ofen hier schmeißen. In den Ofen da? Ja. Da wird die nämlich raus. Genau, da wird die ausgebrannt. Okay. Und dann kannst du die weiter benutzen. Ah, okay. Und brauchst also keine neue machen. Wenn Scheiße drin ist, kannst du die Scheiße rausbrennen. Genau. Okay, ich habe verstanden. Ja. So, wo stehst du denn da? Schwupp, hier Viole zurück. Wupp. Ist ja eine coole Sache. Gefällt mir gut. Ich würde sagen, für diese Folge sollten wir es bei der Menge Informationen erstmal belassen. Also das ist ja richtig High-End, Endgame, Bienenzüchten par excellence. Schön, dass man sowas mal sieht. Dagegen, ja gut, und davor haben wir uns noch ein bisschen richtig Technik angeguckt, Applied Energistics. Ich würde sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Kommentare, Anregungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.